Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir waren so schlau und haben in der letzten Folge sind hier weit gekommen und haben nicht gespeichert gehabt. Deswegen wir jetzt den Dungeon komplett nochmal neu machen dürfen. Aber egal. Schaffen wir, überleben wir. So. Entschuldigung, Schluck auf. So, muss ich eben kurz was... Oi, was war das denn? Ich bin silenced. Warte mal. Der hat mich erwischt, der... Der Widerliche hier. So, dann sind wir jetzt hier wieder. So. Dann machen wir hier einmal den. Und den hier nochmal. Dann sind wir dieses Mal auf der sichereren Seite. Da ist die. Da ist die Spinne. Und genau, hier kommen wir wieder oben an. So, genau. Da haben wir das nächste Geist. Und hier die nächsten Gänge. Und bei dem einen da ist das schon das hier. Machen wir hier nochmal ein Safe Game. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir hier drauf gehen. Ja, das ist es. Das ist die gefährliche Stelle. Wenn wir da weiter geradeaus gehen, wo wir drauf gehen werden. So, und hier haben wir den nächsten. So, komm hoch. Bin haben leider nie was. Jo. Ich hoffe, wir überleben hier alles, dass wir jetzt nicht erkrankt sind von irgendwas. Okay, hier geht's in die nächste Etage. So, wir müssten das aber auch öfters mal mit dem Schlossknacken ausprobieren. Anstatt immer mit Gewalt gegenzuhauen. Okay, dann nochmal runter. Ah, hier sind wir jetzt. So. Dann haben wir den erledigt. Der hat nichts. Komm. Komm weg von der Kante. Ja. So ist mir lieber. So. Der hat funktioniert. Nice, den haben wir geschafft. Okay, welcher hat den hier jetzt geöffnet?
Okay, da sind Schlossknacken. Müssten wir vielleicht mal öfters üben. So, Airfield Tower. Nice. Nochmal eine neue Map. So. Richtig viel Stuff nehmen wir hier mit. Gab es hier noch eine? Ne, hier gab es nicht noch eine Tür. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was eigentlich jetzt der Questgegenstand ist. Das müssen wir ja finden, weswegen wir hier sind. Hier ist nichts. Hier geht es aber noch weiter. Jo. Keine Geheimtür. Hier vielleicht. Nee. Okay, aber hier ist eine. Jo. Im Grab ist hier nichts. Hier ist auch nichts. Ist hier eine geheime Tür irgendwo? Schade. So, jetzt kann ich hier resten. Und nochmal ein Safe Game. Hier fehlt uns aber noch ein bisschen was zum Erkunden. Hier der Gang zum Beispiel. Den haben wir gar nicht gemacht. Und da hinten. Kommen wir noch irgendwie von hier wieder zurück? Da haben wir eine Tür übersehen. Okay, dann erst einmal den ganzen Weg hier zurück. So, dann schauen wir mal. Gab es hier noch eine Tür? Ja, gleich da hinten. Und hier vielleicht noch eine irgendwo? Nope. Ah, aber wir sind jetzt wieder in der Zone. Das heißt, wir können jetzt einmal nochmal komplett nach oben. Oh, waren wir hier vielleicht noch gar nicht? Ja, waren wir hier noch gar nicht, stimmt. Gehen wir mal hier hin. Und hier runter. Ich hoffe, wir sind... Okay, wir sind nicht poisoned. Ah, hier sind wir wieder. Genau. So, nehmen wir mit. Noch haben wir Platz im Inventar. Und dann da vorne. Ach, hier war gar nichts. Stimmt. Das war umsonst der Weg hier. So. Ich hatte jetzt kurz gedacht, da wäre eine Tür. So, und dann fehlt uns hier in dem Bereich noch irgendwas. Genau, die andere Seite. Und hier ist auch nichts. Aber irgendwo ist hier noch was. Zumindest hört man noch was. Ob über uns oder unter uns, weiß ich nicht. Ich gehe mal von aus unter uns irgendwo. Genau, hier waren wir eigentlich schon alles. Ja, dann wenn, dann hier auf der Seite irgendwo unter uns. Oder hier der eine Gang.
Aber wir gehen jetzt einmal zurück. Und liefern hier alles einmal in unseren Wagen. Einmal alles removen. So, die Dinger auf. Und hier die Dinger. Und das Gold 2004. 2004 Gold haben wir. Da können wir jetzt auch nochmal ein Save Game machen. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt ist die Frage, wo waren wir? Den Gang waren wir schon. Und den hier waren wir auch schon. Aber wo wir noch nicht waren, wo ist denn das jetzt? War der Gang hier. Den haben wir noch nicht zu Ende gemacht. Und hier das da. Haben wir auch noch nicht zu Ende gemacht. Das heißt hier jetzt einmal runter bis dahin. Okay, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Müssen wir uns nur beeilen ein bisschen. Sind wir schon auf der Ebene? Ja, das ist die. Jetzt ist die Frage, wo haben wir aufgemacht? Ah, hier. Haben wir den einen Dude jetzt? Aber irgendwo müssen wir ein Item finden. Gibt's hier sonst noch was? Ah, um dahin zu kommen, können wir jetzt auch schnell hier rüber. Und da von unten durch. Gut. Dann machen wir das. Da ist aber sonst nichts, ne? Das sieht nach einem Portal aus. Machen wir einmal so. Irgendwo ist was aufgegangen. Jetzt bin ich gespannt, wo. Irgendwo ist was aufgegangen. Nur wo? Ich erkenne das von hier nicht. Da haben wir noch eine geheime Tür. Müssen wir das einmal markieren. Wer weiß, vielleicht ist die jetzt auch offen. Aber sonst komme ich jetzt erstmal nicht weiter, oder? Ich glaube nicht. Warte. Nein. Komm. Hoch. Ja, okay. Klappt nicht mit dem Durchglitschen. So, jetzt müssen wir einmal nochmal ganz nach unten. Und dann hier ist irgendwo eine Geheimtür. Ja, hier. Und hier nochmal haben wir. Oh. Nee, den möchte ich nicht. Einmal schauen, was sagt denn der Brief? Have found a clue at last. I dare not even name the last artifact of ancient power that it points toward. It is too late for me. I will die down here in Wixley's Guard.
Lost among its dark passageways. First I will hide my clue, if I cannot. Bringt mir aber auch nichts weiter. Sagt mir irgendwie im Grunde gar nichts. Wohin? Ich sehe aber auch keine weiteren Wege, Gänge. Vielleicht, warte mal, vielleicht ist das jetzt hier offen. Das da. Und ich kann jetzt hoch. Das ist jetzt nicht der Weg nach oben. Da muss ich hier hinten lang. Genau, dann gehen wir hier erstmal so hoch. Man hört hier auf jeden Fall schon die Geister. So, noch eine Etage höher. Und dann hier rein. Einmal alles nochmal abladen kurz. Auch wenn wir nicht viel haben. Falsche Taste. Ja, dann braucht man nicht abzuladen. Machen nochmal ein Safe Game. Dann schaue ich mal. Jo. Autsch. Irgendwo hier wurde was aufgemacht. Okay, wo geht's nochmal nach oben? Hier nicht. Das war jetzt die falsche Seite, die wir genommen haben. Okay, hier durch, dann kommen wir wieder da zum Anfangsbereich. Das geht nach unten, dann ist das hier nach oben. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Geister noch. Genau, wir waren vorhin denen reingesprungen, dann müssen wir... Jo, es ist offen. Kommt er jetzt runter? Der hat mich jetzt gut erwischt, sagen wir mal so. Autsch. A pox upon you for disturbing me, Max, this second. By the wolf, of course I know your name. What's the use in being a wizard if you can't know things normal folks don't? I also know why you're here. You want the staff of Magnus, except you didn't know it by name. Did you? The only way you're gonna get it is if you do me a favor first. Okay. You see, I don't actually know where your artifact is. My great-grandfather once sought for it. According to family history, when he found it, the mage's guild took it from him and hid it somewhere. His spirit has never rested easy since. If you have this lock of my hair with you when his spirit is put to rest, he may tell you where to find what you seek. He haunts the tomb of Gallows. Das ist eine Artefaktquest, die wir haben. Der Stab des Magnus. Jo, okay, das ist jetzt nicht die Quest hier für die Drachengarde. Sondern hier für den Stab des Magnus. Okay, gut, jetzt müssen wir eben ganz schnell die andere Quest abgeben. Ich habe jetzt gedacht, das wäre wirklich für den Stab des Magnus hier. Ja. Nicht für den Stab. Also, das ist jetzt die Stab des Magnus Questline. Der wird scharte Fakte. Die will ich jetzt machen, denn. Der Stab des Magnus wird bestimmt ordentlich Geld geben. Okay, jetzt wahrscheinlich 4 Stunden warten. So,
Können wir die jetzt eben hier abgeben? Hail to the hero, Max Deus II. Well done. Your name shall be recorded in the histories. So, welchen Ruf haben wir jetzt bei denen? Immer noch 81. Und jetzt. Ich bin immer noch Seneschall. Aber ey, warte mal. So, I have found Agrival Wickhouse in Wixley's Guard. I now must seek his great grandfather in the Tomb of Gaelus, who may be able to tell me the location of the artifact. Agrival Wickhouse has also given me a lock of his hair so that I may lay him to rest. Ja, aber erstmal gehen wir verkaufen, bevor wir die Quest machen. Wir haben ja einiges eingesammelt. So, da sind wir auch schon. Hier reicht schon, wenn wir hier irgendwo verkaufen gehen. Und können hier auch einmal kurz gucken, ob der irgendwas hat, was wir haben wollen. Jetzt haben die andauernd diese dädrische Katanas. Ernsthaft? Die wollen mich doch hier verarschen. Die verarschen mich doch von vorn bis hinten hier. Hat da oben auch noch was? Das ist nichts zum Verkaufen und Kaufen. Ganz oben vielleicht? Auch nicht. Aber jetzt haben wir die dädrischen Katanas. So, okay, egal. Verkauf ihm jetzt mal den Stuff. So. Ist zwar nicht viel wert, was ich da eingesammelt habe, aber egal. So, Klamotten. Hier Gewürzshop. Dem kann ich auch noch ein bisschen was. Saints Herr, den lassen wir. Wir machen jetzt gleich diese Quest. So, gucken wir mal, was der hier hat. Hatten wir jetzt wirklich nicht so viel eingesammelt gehabt? Ich hatte jetzt gedacht, wir hätten mehr. Da ist die Bank. Können wir da den Rest einlagern? So, Banking. Ah, warte, erstmal aus dem Wagen alles wieder zu uns. Das und das. Achso, wir müssen noch was verkaufen. Dann machen wir das gleich. So. Wo hatten wir den? Genau. Theodoros war da hinten. Boah, aber wir kriegen jetzt einen Stab des Magnus, wenn wir die Quest da erfüllen. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Also, wir sind jetzt auf der falschen Seite von dem Gebäude. So, verkaufen wir ihm mal den ganzen Krams. Und den hier. Jo. Gucken wir mal, was der hat. Ja, der hat bisher nichts. Also nichts, was der Rede wert ist. Aber irgendwie freut es mich, zu erfahren, dass ich die Artefakte, die man hier sammelt, auch ein bisschen so wiederholen, weil ich weiß noch in Skyrim, wenn man die Magier-Gilden-Quest macht, dann bekommt man da auch den Stab des Magnus oder auch Auriels Bogen und so weiter. Den Auriels Bogen konnten wir ja auch, hatten wir ja die Möglichkeit gehabt, in Arena zu sammeln und den kriegen wir auch in Skyrim. So, aber jetzt machen wir erst einmal Geld einzahlen in der Bank.
wir jetzt die Bank? Wo hat... Warte. Da ist auf jeden Fall mein Haus. Irgendwo hier. Und ich bin jetzt in die falsche Richtung gelaufen. So, dann können wir das jetzt gleich hier verkaufen gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel hier Daggerfall macht mir schon eigentlich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vor allem ist es auch ein Spiel eigentlich, dass man das auch sich die Zeit nimmt, um es zu spielen, anstatt dass man eins nach dem anderen hier durchgehend, ja, wie soll man sagen, also durchrusht. 6, 8, 7, 1. Es entschleunigt halt quasi noch das Spielgefühl. So. Jetzt Tombs of, wie hieß das Ding? Also Tomb of Garelaus. Tomb of Garelaus, da haben wir's. Ja, da wollen wir hin. Ja, dann machen wir hier noch ein Safe Game. So. Okay, hier ist niemand. Und das ist ein Grab hier? Okay, diese Gebiete, also wenn es so aussieht, dann ja, dann ist es ein Grab. Haben wir hier noch eine Spinne. Gehen wir erstmal hier rum. Wir bleiben erstmal in diesem braunen Bereich. Oh, Warhammer. Wieso muss ich bei dem Namen immer an Total War denken? Total War Warhammer 40k. So, das Spiel würde ich aber dann auch, wenn ich das mal spielen würde, dann vielleicht im Streamer machen. Mit euch. Ah, komm, okay. Wir sind... Oder komm, wir gehen jetzt mal hier runter. Das eine Labyrinth lassen wir da oben mal sein. Ironstaff. Obwohl, ich bin wirklich auch am überlegen, den Stab des Magnus dazu verkaufen, wirklich bei uns im Haus hier zu verschanzen. In der Hoffnung, dass es auch nicht geklaut wird. Nein! Boah! Nee, das. Der Wichser. Wo sind sie? Wir bleiben erstmal hier. Und machen hier das. So, wer ist in der Nähe? Ach so, sind wir wieder hier? Okay, der hat mich jetzt nicht erwischt. Komisch. Hä? Echter Irrgarten hier. So, gehen wir mal hier weiter. So, dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank. Toll. Wo ist denn der? So, dann machen wir jetzt ab hier in der nächsten Folge weiter.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!